Mehr als 2,5 Millionen haben in Österreich eine Handysignatur und täglich werden es mehr. Aber sie ist ein Auslaufmodell, denn ab Herbst kommt der neue digitale Ausweis auf uns zu, die ID Austria. Damit soll es künftig weniger Amtswege, eine sichere Unterschrift und Führerschein am Handy geben. Ganz kostenlos. Oder ist der Preis dafür dann doch der gläserne Bürger? Matthias Linke berichtet. Ich war einer von vielen, als ich mir im Wiener Rathaus vor kurzem meine Handysignatur ausstellen habe lassen. Der Ansturm auf die zertifizierte digitale Unterschrift ist derzeit riesig. Und das, obwohl sie gar nicht Voraussetzung für den grünen Pass am Smartphone ist. Die Ausstellung selbst dauert 5 Minuten. Danach spart man sich viele Amtswege, kann behördliche Dokumente auch online und so bequem von zu Hause unterschreiben. Seit 2009 gibt es in Österreich die Möglichkeit der Handysignatur. Heute nutzen sie bereits mehr als 2,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Einerseits als digitale amtliche Unterschrift und andererseits auch als Grundlage für das digitale Amt, das es auch als Smartphone-App gibt. Jetzt sollen die Bürgerinnen und Bürger aber gleich den nächsten Schritt machen. Denn wer derzeit einen neuen Reisepass beantragt, bekommt die neue ID Austria gleich dazu. Sie wird als Weiterentwicklung die Handysignatur ersetzen. Für den IT-Leiter der österreichischen Bundesregierung der nächste logische Schritt der gesamteuropäischen Digitalisierung im öffentlichen Bereich. ID Austria im Unterschied zu dem, was ja schon lang da ist, der Handysignatur, ist mit einigen zusätzlichen Effekten belegt. Es ist nichts Nationales mehr, sondern es ist etwas Europäisches. Und damit hat jeder, der ID Austria besitzt, auf der einen Seite die Möglichkeit zu allen Services nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit zu gelangen. Aber es ist auch so, dass jeder andere Europäer, der mit seiner Identität nach Österreich kommt, zu allen Services in Österreich kommt. Das ist ein- und ausgehend wirklich ein grenzenöffnendes, wenn Sie so wollen, digitale grenzenöffnendes Werkzeug. Im Prinzip soll die ID Austria als zusätzliche amtliche Ausweismöglichkeit in ganz Europa dienen. 14 Staaten haben sich bereits auf die einheitliche europäische digitale Identität verständigt. Aber auch im Konsumbereich soll der elektronische Ausweis neue Möglichkeiten bringen. Derzeit müssen Sie in der Privatwirtschaft, wenn Sie einen Online-Handel abschließen, immer vorher zahlen. Ich sehe es eigentlich nicht ein, warum muss ich zuerst zahlen und vielleicht kriege ich dann die Ware. Und es passiert öfter, dass Sie die Ware auch nicht bekommen. Und warum ist das so? Weil der natürlich nicht weiß, gibt es denn, hat der Bonität und, und. In dem Moment, wo der Staat dafür haftet, dass das wirklich die Person ist, das ist das Wesen der Identität nach EIDAS, der Mitgliedstaat haftet dafür, dass Sie als Herr Linke tatsächlich der Herr Linke sind, der einkauft. Die ID Austria als amtlicher digitaler Ausweis soll also deutlich mehr können als die Handysignatur. Die Fülle an neuen Anwendungsbereichen, gerade als Konsumentin oder als Konsument, sei aber auch gleichzeitig die Gefahr. Worauf warten Sie noch? Holen Sie sich Ihre ID Austria auf idaustria.gv.at oder ganz einfach mit Ihrem neuen Reisepass. So schnell soll es dann eben besser nicht gehen, meint Datenschützer Thomas Lohninger. Die Datenweitergabe an private Dritte ist eben etwas, das wirklich ein komplett neues Problemfeld schafft. Und an der Stelle fehlen uns noch die Regularien, um die legitimen Anforderungen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Bank ein Konto aufmache und meinem Pass hergebe, kann ich auch die ID Austria verwenden. Das ist okay. Aber wenn ich jetzt bei der Jö-Card auch gefragt werde, ob ich meine ID Austria hergebe oder vielleicht sogar bei Tageszeitungen, bevor ich das Angebot sehen kann, dann eben auch mit staatlicher Identität mich erstmal verifizieren muss, da kommen wir vor allem in den Bereich hinein, dass die Werbewirtschaft auch diese Daten bekommt. Und uns muss klar sein, Google weiß heute schon sehr, sehr viel über uns. Aber eine Sache, die sie oft noch nicht wissen, ist unser bürgerlicher Name. Und wir sollten wirklich höllisch aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass die ID Austria einem dann sozusagen genau diese eine Information noch liefert. In der derzeitigen Version der ID Austria gilt es sich genau zu überlegen, ob man diese Tür tatsächlich öffnen will, sowohl im Konsum als auch im öffentlichen Bereich. Das grundsätzliche Problem ist, die ID Austria ist schon ein wirklich bemühtes Projekt und da sind auch Leute am Werken, die versuchen, das wirklich richtig zu machen. Es ist nur leider eben nicht auf dem Stand der Technik, den wir uns wünschen würden. Also ich mache es mit einem konkreten Beispiel deutlich.
Wenn ich heute mich mit einem Ausweis irgendwo ausweise, dass ich zum Beispiel alt genug bin, um in ein Lokal zu gehen, dann weiß der Staat nicht, dass ich gerade meinen Ausweis verwendet habe. Bei ID Austria könnte es je nach Ausgestaltung so sein, dass ich durchaus an zentraler Stelle ein komplettes Protokoll habe, wo ich mich denn ausgewiesen habe damit. Auch wenn eine Protokollierung vielleicht gar nicht beabsichtigt gewesen ist, ist es beim grünen Pass zum Beispiel gelungen, sie technisch überhaupt unmöglich zu machen. Grundsätzlich würde das österreichische Recht eine Protokollierung aber auch nicht erlauben. Wir haben die rechtlichen Regelungen, wir haben die ganz, ganz strengen Anforderungen der DSGVO an die Datensicherheit. Auch im E-Government-Gesetz wird ganz streng geregelt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und natürlich hat sich der Staat an diese Regeln zu halten. Nichtsdestotrotz, je mehr Daten gesammelt werden, aggregiert werden und gerade Identifizierungsdaten, Login-Daten, schafft man natürlich faktisches Gefahrenpotenzial, das ausgenutzt werden kann. Aber so wie die rechtlichen Regelungen sind, wenn sich jeder ans Recht hält, ist es derzeit datenschutzrechtlich relativ sicher geregelt. Werden die Anwendungsmöglichkeiten der ID Austria größer, wächst auch der Datenberg. Und was der Staat dann mit den Daten macht, gilt es im Blick zu behalten. Stichwort ELGA. Wer sich gegen die ID Austria entscheidet, kann das zum Beispiel bei der Passerneuerung einfach kundtun. Es besteht die Wahl. Auf den nächsten Digitalisierungsschritt zu verzichten, heißt aber ganz sicher auch weniger Bequemlichkeit. Übrigens, alle aktiven und bis zur ID Austria Einführung freigeschalteten Handysignaturen werden mit Start der ID Austria automatisch umgestellt.